Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Viewpoint Hospital. Wir sind im Fliegenkrankenhaus, was ist hier? Aha. Ruf minus 99. Okay. What auch immer. Wir sind hier bei Tumble. Machen wir gleich mal weiter und wir sind pleite. Okay. Was habe ich denn da gemacht? Gleich mal Pause drücken und gucken. Achso, ja, da habe ich sehr viel gekauft. Da sagt man eine Kreditwürdigkeit. Ah. Was habe ich denn hier gemacht? Okay. Psychiater. Haben wir überhaupt Leute im Topf? Ja, haben wir. Worauf wartest du? Okay. Gut, jetzt müssen wir erstmal einfach nur Geld generieren. Was aber sehr schwierig wird. Ich merke das schon. Personal. Hätte ich ganz gerne den hier. Ich habe das nämlich jetzt gesehen. Man kann denen die Arbeit so zuweisen. Aufgabenzuweisung für das Personal. Prüfe, welche Mitarbeiter für jede Aufgabe im Krankenhaus qualifiziert sind und bestimme, wer die jeweiligen Aufgaben machen darf. Wenn du beispielsweise willst, dass nur die besten Mitarbeiter in der Arztpraxis arbeiten, kannst du diese Aufgabe für Assistenzärzte bzw. Nachwuchskräfte deaktivieren. Standardmäßig dürfen alle Mitarbeiter alle Aufgaben erfüllen, solange sie dafür ausgebildet sind. Nutze die Felder, um die Aufgaben für jede Person zu aktivieren oder deaktivieren. Das wird deaktiviert, du bist nämlich nur für Forschung. Wir hätten eine Aufgabe. Heile 10 Patienten. Versuchen wir mal. Und Monobrauer entdeckt. Oh Gott. Ja. Ach komm, so viele sind es noch gar nicht. Reg dich ab. Das kostet minus 10. Oha. Komm schon. Yes. Nach Hause schicken. Da kriege ich dann auch die 10. Stopp. Ich habe nämlich was entdeckt. Ich weiß gar nicht, ob ich das freigeschaltet habe. Gehen wir Projekt auf Eis legen. Und zwar die allgemeine Forschung. Wenn wir das nämlich erforscht haben, kriegen wir von denen immer 20.000. Sollen wir mal das machen. Mach das, das ist viel besser. Ein bisschen Angst hier, was das die ganze Sache angeht. Was sagt überhaupt mein Personal? Ich muss jetzt erstmal gucken. Wir haben nicht einen Geisterjäger, ne? Das ist sehr schlecht. Sommelier over the Rainbow, featuring the robust Spigot Noir. With a bouquet of blackberries and slightly used gym towels, this wine will socks off. In fact, if I drink another glass, I may have to rename this segment Sommelier under the table. Das machen wir mal so. Dann ist das nämlich besser. Einstellen Ärzte. Ja. Das machen wir jetzt mal. Und dich nehme ich noch mit. Den Personal. Nochmal Jobs überprüfen. Aber bei den Ärzten bitte. Und du gehst hier auch raus. Er hat nämlich Forschung schon 2. Was sehr gut ist. Das heißt, die forschen auf jeden Fall schneller.
Details, Statistik plus 1, genau. Wo ist mein anderer? Ach, der ist in die Pause gegangen. Dann geht das nämlich ein bisschen flotter. Gut, vielleicht nicht unbedingt so flott. Aber langsam wird's. Hier kann ich noch keinen Kredit erstatten. Dann gehen wir mal wieder, machen wir einen Ticken schneller. Auf jeden Fall haben wir einen Arzt mit Dings, was schon mal sehr gut ist. Stopp. Ich hätte ganz gern hier schon mal das Upgrade, auch wenn ich gleich wieder hoch verschuldet bin, aber ich finde das Upgrade sehr wichtig. Na, dann schauen wir mal. Keine Todesfälle. Das bleibt nicht dabei. Gehe ich hier jede Wette ein. Das bleibt nicht dabei. So, hier fehlt ein Arzt. 1, 2, 3. Ich brauche 3 Ärzte, die arbeiten können. Wie viele habe ich? 5. Nee, ich brauche 4 Ärzte. Komm, geh doch mal und mach die hier. Die schicke ich mal nach Hause. Und ein Todesfall. So viel zum Thema. Wir haben keine Toten. Der muss auch verbessert werden. Leider haben wir die Aufgabe nicht erfüllt. Habe ich denn die Betten dazu? Nee. Nein. Du kriegst deine Beförderung. 1, 2, 3, 4. Ich brauche eigentlich 4 Ärzte. Dann stellen wir beim nächsten Mal gleich einen Arzt ein. Na, komm schon. Das Upgrade dauert aber ein bisschen hier, ne? Geht das denn jetzt schneller vonstatten? Ja, mit 2 geht das. Mit 2 Leuten läuft das. Medikamentenmixer wurde auch hochgejagt. Du wurdest auch abgegradet, was sehr gut ist. Nach Hause schicken. Die schicken wir auch nach Hause. Du musst warten. Jazzhände. Achtung. Ich meine, das mit den Weiterbildungen können wir machen, wenn es soweit ist. Aber jetzt funktioniert das Ganze noch gar nicht. Hier kommt mal einer hin. Hier kommt einer hin, das ist mir wichtig. Du funktionierst. Komm schon. Forschung wurde betrieben. Ich kann mir das echt nicht leisten. Stopp. Ich versuche nochmal an die 8000 dran zu kommen. Ich brauche nur noch 1000er. Mehr will ich gar nicht. Mehr will ich gar nicht. Na komm. Ein paar werden noch hier noch rumspringen. Was ist mit dir? Obwohl, du bist schon kurz vorm Sterben. Du gehst mal nach Hause. Du kannst das noch überleben. Mal die Patienten durchgehen. Zwar gehen uns denn hier so ein bisschen das Geld durch die Lappen, durch die Diagnosen. Aber ich finde das schon wichtig. So.
Da fehlt der Psychiater. Komm schon, so viel fehlt nicht mehr. Allgemeine Forschung bitte starten. Ach, verdammt, ich wollte gerade noch einen Arzt einstellen. Was sagt denn die Temperatur? Die ist immer noch oben. Hier nicht so, aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Die arbeiten auf Hochtouren. Ist ja nur einer. Dich kann ich schon mal nach Hause schicken. Das lehnen wir ab. Komm schon. Gib mir noch ein paar. Gesundheitlich kritisch. Come to Bungle Meditech, where advanced techniques and experimental treatments could make you live forever. Nur Kackärzte. Bungle Meditech. Other hospitals offer leeches. Ours will leave you speechless. 24 hours a day. This is 2-2-2-Point Radio. 2-Point Radio. Okay, einer betreibt noch die Forschung. Was ist eigentlich mit den Ärzten? Die Station ist auch nicht zur Bombe. Ja, machen. Was ist denn noch los? Ich hätte ganz gerne noch einen Psychiater. Da kommen die VIPs rein. Warte, Kredit erstatten. Das ist schon mal sehr gut. Einstellen. Ist mir zwar ein bisschen wenig, aber ist egal. Das kriegen wir hin. Der muss mal repariert werden. Und was ist denn mit meinen Dings los? Ich hab doch Hausmeister. Wo sind die hin? Kann doch nicht wahr sein. Wo sind meine Hausmeister? Der ist schon gestorben. Was sagen jetzt die Ärzte? Du siehst eigentlich, ob es auch eigentlich ganz cool, aber du verdienst so viel. Oh! Wir haben den ersten Stern! Kleiner Heizkörper. Und Flemington ist freigeschaltet. Hausmeister gewidmet. Okay, ein Krankenhauswert von. Nicht jetzt. Von so und so viel. Ich will erstmal meine Kredite abbezahlen, damit ich mir das überhaupt leisten kann. Oh, Fakturpatienten, ich merke das schon. Das wird auch nichts. Heile 2. Two-Point Radio. Here on Two-Point Radio. Remember, I'm not here to entertain you. I'm here to entertain myself. Das sind 5 Tage. Aber hier geht die Forschung voran. Damit holen wir uns mal ein bisschen Geld in die Kassen. Nee, du bist auch ein blöder Arzt. Blöder Hausmeister. Komm, mach noch mal ein bisschen allgemeine Forschung. Weil wir brauchen das Geld.
Die Entleuchtungsdings braucht auch einen Arzt. Kann er haben. Vielleicht finden wir ja den einen coolen Arzt wieder. Das wäre sehr nice. Heizkörper. Wieso habe ich keine großen Heizkörper? Okay, dann nehmen wir halt die kleinen. Das Entleuchtungsbild. Ich vergesse das immer so ein bisschen, weil ich streame das Spiel ja auch nebenbei. Und dann vergesse ich immer, was ich bei dem einen habe und was ich bei dem anderen habe. So, einstellen, Ärzte. Naja, ich hätte ganz gern noch einen weiteren Psychiater, wenn es geht. Oder einen guten Hausmeister. Weiterbildung benötigt. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Du kannst nach Hause gehen. Du kannst nach Hause gehen. Du schaffst das nämlich auch nicht mehr. Ich verkaufe nur für 2000, das brauchen wir nämlich nicht. 1, 2, 3. Wie viele? Wir haben auch nur zwei Assistenten. Lol. Komm. Du hast 5 von 5 Patienten geheilt. Sehr schön. Was sagen die Hausmeister? Maintenance announcement. Bins will become full. Ach, ich kann mir die Weiterbildung auch gar nicht leisten. Ich kann mir gerade überhaupt nichts leisten. Ja, die 5 Tage warte ich jetzt noch. 3? Boah, lass es ein guter Arzt sein. Na. Dann nehme ich aber lieber den. Und den gucken wir mal ganz kurz. Stopp. Normales Tempo. Du bist schon auf Maximum getrimmt. Da brauche ich 10.000. Da brauche ich 10.000. Jetzt machen wir erstmal die Upgrades. Weil die doch relativ, also schon ziemlich wichtig sind. So sauber ist sie auch, das ist sehr schön. Und mal wieder ein Toter. Der hat schon ein Upgrade, okay. Ablehnen. Macht's aber nicht besser. So. Du kommst weg, du gehst gerade rein. Nein. Dich wollte ich. Dann gehen wir die Patienten durch. In der Hoffnung, dass wir vielleicht ein paar heilen können. Weil die Heilungen bringen halt mehr Geld als einfach so Diagnosen. Aber ich will auch nicht, dass sie sich jetzt die ganze Zeit hier vor der Station tummeln. Pim, pim. Ich meine, das Geld wird von ganz alleine kommen. Sofern ich mal niemanden einstelle oder irgendwas anderweitiges kaufe, geht das eigentlich. Alle anderen scheinen relativ in Ordnung zu sein.
Wir sind auch noch nicht so lange hier drin. Den habe ich noch ausgeschickt. Der ist gerade am Sterben. Okay. Dann hat sich das jetzt schon hier mal wieder ein bisschen runtergeregelt. Hier kommen die Upgrades. Da kommt wieder mal ein bisschen Knete rein. Zwei, vier. Sechs, sieben. Wie viel habe ich? Zwei. Krankenhausliste. Na, das wollte ich jetzt nicht. So, jetzt bin ich zwar wieder pleite, aber da wird wieder ein Upgrade gemacht. Im Töpferraum. Was hast du für ein Problem? Geh doch in die Pause. Manchmal verstehe ich das nicht, warum die nicht von alleine in die Pause gehen. Das ist mir manchmal unerklärlich. Nein. Personal, Gehälter, alle. Das müsste, glaube ich, aber auch schon reichen. Die sind einfach überlastet. Du kannst nach Hause. Du kannst nach Hause. Er hat sich entschlossen, doch zu bleiben. Die machen mir diesen Forschungszuschuss und dann dürft ihr gleich noch einmal. Weil wir das Geld brauchen. Jetzt machen wir erstmal die ganzen. Nicht jetzt. Upgrades. Die ich mir nicht leisten kann. Aber ich glaube, was anderes habe ich gerade auch gar nicht, ne? Nein, wir nehmen keine Schulden auf. Oder kein Kredit auf. Braucht man nicht. Alles hat noch so seine Zeit. Na? Kinders, was ist denn los? Das ist echt schlecht, was ihr hier treibt. Wir haben auch noch eine Toilette. Oh, lol. Dann gucken wir uns mal an. Ach, guck mal hin. Die Hälfte. Haben wir denn noch vielleicht ein paar Hausmeister-Parkole? Nein. Du gehst mal nach Hause. Du gehst nach Hause. Der arme Kerl ist hier auch beschäftigt. Two-Point Radio's roving reporter Sally Figblanket visited some local hospitals for her latest piece. Was brauche ich? To enjoy it, just as soon as we figure out how to show it to you. Was sagen meine Hausmeister? Ja, das gönne ich mir. VIPs sind auch gleich oben.
Wir können schon mal zwei rein. Das ist repariert. Du bist ja noch Umtöpfer. Und da wird schon wieder teuer. Nee. Hallo, ich stelle doch hier keine zwei Leute ein. Achso, optional zwei. Okay, hier sind auf jeden Fall jetzt die richtigen Leute drin. Die können sich zwei kümmern und werden die auch schneller abgewickelt. Nein. Hier wird dann nämlich wieder ein Bett frei. Und da haben wir schon mal das Geld. So, er ist dann auf Umtöpferer 3. Der ist dann, weiter geht's nicht. Ich sollte noch irgendwo vielleicht eine Toilette hinbauen. Da habe ich aber kein Geld für. Ist vielleicht auch ein bisschen blöd von mir, nur eine Toilette zu bauen. Jetzt kommt noch die Erdbebenwarnung. Da sind nur noch zwei drin. Dann mache ich das nämlich auf. Also meine Hausmeister müssen schon ein bisschen schuften, ne? Das ist schon... nicht ohne. Ich wollte hier auch eigentlich nur... Dings machen. Hausmeister. Ja, so dolle seid ihr aber auch nicht. Komm, dann bauen wir hier noch kleine Toilette rein. Ich habe ja auch gesagt, eine kleine. Nee, da wollte ich ja den anderen jetzt immer nehmen. Und den Heizkörper. Was sagt die Temperatur? So, ich finde, das ist vollkommen in Ordnung so. Das können wir wieder ausschalten. Had a call from a patient in a local hospital who says they just had an earthquake. Either that or their experimental treatments are getting out of hand. Forschung abgeschlossen. 4 von 5 Patienten geheilt. Komm, macht mal das fertig. Kannst du noch weiter? Nee, du kannst nicht mehr weiter, aber du kannst noch einmal. Wenn wir 20.000 haben. So, jetzt gehen wir mal ganz kurz wieder in den Besuchermodus. Scrollen mal so durch. Was sie denn so Schönes von sich geben. Es ist auch so, dass ich gerade noch gar keinen irgendwie in die Behandlung schicken kann. Du kannst weg. Du kannst gehen. Du schaffst es vielleicht noch auf die Station. Du kannst gehen. Du kannst gehen, du bist nämlich schon kritisch. Ja, du schaffst es auf jeden Fall noch zur Apotheke. Du schaffst es noch zur Station. Nee, das schaffst du nicht mehr. Das könnte man noch schaffen. Das schafft man noch. Mal zurück. Ja gut, das funktioniert aber.
Das kriegen wir hin. Es ist zwar schön, dass sie hier alle noch so in die Diagnose wollen. Aber ich brauche auch mal ein paar Leute, geheilte Leute hier. Ich will ja nicht sagen, aber ein paar Leute müssten auch schon mal geheilt werden. Hier fehlen zwei Schwestern. Die werden bezahlt. Du bist hier auf dem neuesten Stand. Nicht jetzt. Du bist fertig. Sagen wir den Krankenpfleger. Ich belasse mir erstmal so. So. Verlust von 17.000. Ah, und unser Krankenhaus wird jetzt auch geschrumpft. Jetzt müssen wir aber mal hier. So, der ist fertig. Das heißt, hier müssen wir nur noch drauf achten. Dass das hier ein bisschen vonstatten geht. Du bist auch vollkommen in Ordnung. Hier ist die Forschung abgeschlossen. Dann mach nochmal hier ein bisschen Geld klar. Flüssigkeitsbeschleuniger. Den wir noch gar nicht brauchen. Den wir überhaupt nicht brauchen, davon abgesehen. Hier brauche ich 40.000. Ich muss erstmal ein paar mehr Leute generieren. Ich glaube, der Rest kommt jetzt von ganz allein, wenn wir halt mal ein bisschen mehr Platz haben. Wenn jetzt erst endlich mal die Patienten mal geheilt werden. Wir können ja nochmal die Patienten so ein bisschen durchgehen. Der Ruf steigt auch langsam. Maintenance announcement. Toilets need routine servicing. Du musst nach Hause, weil du bist kurz vorm Sterben. Ja, du gehst noch. Ja, das schaffst du noch. Es wird knapp mit euch. Aber es läuft langsam. Langsam, aber sicher kommen wir ran. Hier die Patienten zu heilen. Du kannst nach Hause gehen. Das schaffst du nämlich gar nicht mehr. Du kannst nach Hause gehen. Beförderung? Nein. Ja, das versuchen wir mal. Ich weiß zwar nicht, was du gerade vorhattest, aber okay. Hier kann ein... muss mal einer hin. Das funktioniert. Hat ich dich nach Hause geschickt? Na du. Das dauert ein bisschen, ne?
Aber wir haben die 40.000, 70, 77.000 haben wir. Was fehlt uns denn zum Beispiel noch? Zirkustherapie, aber haben wir Clowns überhaupt gerade da? Also solange keiner kommt und sagt, hier, ich brauche Dings, werden wir das auch nicht machen. Also ich wollte dich nach Hause schicken. Farbtherapie, Spritzenhaus brauchen wir auch nicht unbedingt. Genauso wie die... Obwohl, die Flüssigkeitsanalyse wäre eigentlich ganz cool. Unterbezahlt. Personal? Das hat Nate schon wieder so am Meckern. The band claims the song you just heard was composed in outer space, somewhere around the second moon of Jupiter. That's the small one. You probably never heard it. Also ich habe das Gefühl, die machen nicht so viel Schaden, wie man es eigentlich denkt. Die Flüssigkeitsanalyse kann verbessert werden. Er bleibt. Das ist sehr schön. Also du bist schon auf 3. Du bist jetzt auf 3. Du bist auf 3. Das heißt, ich habe jetzt alle nicht jetzt. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Dann kommt hier nämlich noch Toilette hin. Hier kommt der Rest einfach hin. Komm schon, so viel fehlt nicht mehr. Pause. Oh, ich sehe schon, der Part wird wieder viel zu lang. Gut, dann mache ich hier jetzt Schluss. Hier machen wir im nächsten Part weiter. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.